Alles neu macht der Mai, heißt es normalerweise. Jetzt sind wir im September und bei der Tagung der Kursisten sind wir an einem ganz neuen Ort. Nach 60 Jahren Baden-Baden sind wir jetzt in Wiesbaden. Was ist schöner in Wiesbaden als in Baden-Baden? Na, schöner ist, glaube ich, nichts. Beides sind wunderschöne Städte, aber wir sind sehr froh, dass wir in Wiesbaden einen neuen Tagungsort gefunden haben, der zu uns passt. Und der Grund, dass wir hierher gegangen sind, ist einfach, dass wir nach über 60 Jahren Baden-Baden Veränderungen wollten. Die Branche verändert sich wahnsinnig, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Es gibt so viele Fusionen bei den Grosso-Kollegen. Warum da alles beim Alten lassen und immer in Baden-Baden bleiben? Wiesbaden hat viele Vorteile, technisch, praktisch, auch hier in dem neuen Kongresszentrum. Also es lässt sich gut an. Sie bleiben Frank Nolte, aber neu ist, Sie bleiben der Chef des Verbands. Neu ist, früher hieß es Bundesverband Presse Grosso, jetzt heißt es Gesamtverband Presse Grosso. Was ist der Unterschied zwischen einem Bundesverband und einem Gesamtverband? Also in unserem Fall ist der Unterschied, dass wir nun alle Presse-Grosso-Firmen in diesem Verband vereinigen. Früher war der Bundesverband nur für Mitglieder, die keine Verlagsbeteiligung in ihren Grosso-Betrieben hatten. Und seit sich die Anzahl der Grosso-Firmen deutlich reduziert hat, es auch immer mehr Mischfusionen gibt, ehemaliger Grossisten ohne Verlagsbeteiligung, mit welchen die eine Verlagsbeteiligung haben, hat es Sinn gemacht, dieses jetzt zusammenzuführen, dem einfach einen neuen Namen zu geben, der eine Art Dach bildet. Wir haben uns für Gesamtverband entschieden und das ist der Hauptunterschied. Und hat so ein neuer Verband auch dann auch eine neue Agenda? Im Wesentlichen eigentlich nicht. Wir werden die gleichen Dinge tun, die wir auch in der Vergangenheit getan haben. Wir können aber jetzt als Vertretung für die gesamte Branche natürlich noch besser auftreten. Wir können sagen, wir haben eine hundertprozentige logistische Abdeckung in ganz Deutschland. Wir machen aber klassische PR-Lobbyarbeit bei der Politik und wir werden weiterhin Branchenstandards setzen, Projekte durchführen, die für den gesamten Einzelhandel bundesweit wichtig sind und das kann nur ein Verband. Im Gesamtverband arbeiten also die unabhängigen Grossisten und die verlagsbeteiligten Grossisten, also die Grossisten mit Verlagsbeteiligung zusammen. Heißt das, dass auch die früheren Frontstellungen, die es ja immer wieder gab, so die Kabeleien zwischen Verlagen und Grossisten, dass die jetzt ganz aus der Welt sind? Also die Kabeleien gab es tatsächlich ja weniger zwischen den Grossisten als mal zwischen Grossisten und Verlagen. Das hängt immer davon ab, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Wenn es um Wertschöpfungsverschiebung geht im Rahmen von Handelsspannenverhandlungen, ist man eben naturgemäß auch mal unterschiedlicher Ansicht. Aber im Moment haben wir solche Verhandlungen nicht. Im Moment haben wir gemeinsam einen rückläufigen Markt zu bearbeiten. Das schweißt uns erstens ein bisschen zusammen und auch diese Gründungsarbeit der letzten 12 Monate, die jetzt hinter uns liegt, wo wir ja auch mit den Verlagen darüber gesprochen haben, in welcher Art und Weise kommen wir zusammen, wie sieht so eine Satzung für einen Gesamtverband aus. Das hat schon auch dazu geführt, dass man sich noch besser gegenseitig versteht und gemeinsam an den Herausforderungen arbeitet. Stichwort Fusionen, wenn man auf die Deutschlandkarte guckt, praktisch der Grosso-Gebiete, dann fällt auf, dass das sehr viel weniger geworden sind. Vor ein paar Jahren waren es noch über 70, jetzt sind wir im Moment bei 32 angekommen. Die Gebiete sind teilweise größer als manche Bundesländer, also zumindest Saarland und Thüringen, die Größe haben manche Gebiete schon erreicht. Kann es denn sein, wenn das weiter so geht, dass irgendwann wir mehr Bundesländer, 16, haben als Grosso-Gebiete oder wie weit geht das? Ich kann Ihnen das heute tatsächlich noch nicht sagen. Es wird viel darüber spekuliert im Moment und es tauchte neulich auch gerade mal so eine Zahl von 10 bis 15 irgendwann auf. Das wären dann eben weniger als 16. Es kann aber auch gut sein, dass es 20 oder sogar mehr als 20 bleiben. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren eine vehemente Konsolidierungswelle gesehen. Wenn die abgeschlossen ist und das dauert jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Gebiet auch nochmal 1-2 Jahre, wo die noch nicht so Schritt halten konnten, wenn die mal abgeschlossen ist, dann muss man, glaube ich, auch eine Bilanz ziehen. Da muss man mal in den Betrieben schauen, haben wir die Synergien heben können und wo sind Synergien in der Zukunft noch zu heben, wenn man den nächsten Fusionsschritt macht oder ist es einfach auch aufgrund der Logistikkosten, die ja nicht mehr so stark zu reduzieren sind, wenn man eine Vielzahl von Verkaufsstellen weiterhin bedienen will.
Insofern muss man wirklich genau gucken, ist dann noch so viel zu holen aus einer weiteren Fusion oder nicht? Und das werden wir auch gemeinsam mit Verlagen sehen, die verlagsbeteiligten Grossisten sehen oder die Verlage als Gesellschafter der verlagsbeteiligten Grossisten sehen ja auch sehr gut, wie sich die Wirtschaftlichkeit der Betriebe entwickelt. Es gab in den vergangenen Jahren immer ein Phänomen, was mich gewundert hat. Insgesamt ging die Bedeutung von Print zurück, aber an den Kiosken gab es immer mehr Zeitschriften. Jetzt habe ich die Statistik gerade gelesen, 2018 sind erstmals mehr Zeitschriften eingestellt worden als neu gegründet, was eigentlich logisch ist. Ist das ein Problem oder kann man sich auch manchmal freuen, wenn nicht so viel Überangebot da ist? Wie sehen Sie das? Also es ist auch ein statistisches Problem. So ganz eindeutig ist das über die letzten 3-4 Jahre auch schon nicht gewesen, weil viele Titel erstmal noch in den Statistiken weitergeführt werden, obwohl sie vielleicht auch schon eingestellt sind. Also vielleicht war der Effekt auch schon vorher da. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind froh um jede Neuerscheinung, dass Verlage weiterhin kreativ sind, weitere Titel auf den Markt bringen, immer wieder neue Leser auch damit erschließen. Zum anderen ist es aber auch so, dass das am Point of Sale sich gar nicht so stark auswirkt. Also es ist das Überangebot, das Wahrgenommene vor einem Zeitschriftenregal, ist nicht abhängig von dieser Gesamtzahl von Titeln. Die Regale sind wahrscheinlich in der Wahrnehmung immer gleich voll, weil wir natürlich auch andere Titel dann da reinliefern. Wir bekommen ja ohnehin nicht genug Regalplatz zur Verfügung gestellt, um alle Titel dorthin zu liefern, sondern wir versuchen, bedarfsgerechte Sortimente zu steuern. Und insofern ist die Auswirkung am POS ohnehin nicht da.